Gratulation an Sony! Die PlayStation 4 hat mittlerweile über 110 Millionen Konsolen verkauft. Das gab das Unternehmen im Rahmen eines Finanzberichtes bekannt. Damit belegt die PS4 den vierten Platz der meistverkauften Konsolen aller Zeiten. Platz 3 wird sich die PlayStation 4 wohl sicherlich auch noch krallen. Da fehlen nämlich nur noch knapp 9 Millionen Einheiten. Dann überholt die Sony-Konsole den Nintendo Game Boy. Mit Platz 2 oder gar 1 wird es aber nichts mehr werden. Dazu müsste die Konsole noch knapp 50 Millionen Abverkäufe generieren und das wird wohl eher nichts mehr werden. Übrigens, Platz 2 geht an die Nintendo DS mit 155 Millionen Geräten und Platz 1 an die PlayStation 2 mit 158 Millionen. Und der Vollständigkeit halber auch nochmal fix, die Nintendo Switch liegt aktuell bei knapp 55 Millionen verkauften Geräten und die Xbox One bei knapp unter 50 Millionen. Amazon bereitet den Release ihres ersten eigenen AAA-Games vor. Crucible heißt das gute Stück und ist ein Mix aus Team-Shooter und MOBA. In drei neuen Trailern hat Amazon nun die drei großen Hauptspielmodi präsentiert. In Herzstück der Schwärme treten zwei Viererteams gegeneinander an und müssen im Level sogenannte Schwarmstöcke angreifen. In diesen findet ihr dann die namensgebenden Herzstücke. Das Team, welches zuerst drei dieser Stücke einsammelt, gewinnt. Während der Runde müsst ihr nicht nur das gegnerische Team attackieren, sondern auch viele weitere Computergegner. Ja, Crucible ist ein PvE-VP-Spiel, also ähnlich wie zum Beispiel The Cycle. Der zweite Spielmodus hört auf den Namen Erntemaschinenkommando und ist ausgelegt auf zwei Teams mit jeweils 8 Spielern. Ziel ist es, auf der Map Erntemaschinen einzunehmen und zu halten. Das könnt ihr euch quasi wie ein klassisches Battlefield-Match vorstellen, nur eben ebenfalls mit Computergegnern. Der dritte Modus hört auf den Namen Alpha-Jäger. Hier kämpfen 8 Teams aus jeweils 2 Spielern in einer Deathmatch-Variation gegeneinander. Euer Ziel, alle anderen Teams auszuschalten. Durch spezielle Aufgaben levelt ihr währenddessen euren Charakter auf und werdet so im Matchverlauf stärker und stärker. Auch hier müsst ihr zusätzlich gegen zahlreiche Computergegner kämpfen. Dieser Modus lässt große Ähnlichkeiten aufkommen zum bereits genannten The Cycle. Und ihr fragt euch natürlich, wie spielt sich Crucible? Ich konnte es schon spielen, aber ich darf es euch noch nicht sagen. Erst ab dem 19. Mai. Das werde ich dann noch tun in einem Livestream, aber bis dahin müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden. Aber wenn ihr Bock habt, können wir uns mal ganz kurz das Press-Kit anschauen, beziehungsweise das Was-auch-immer-Kit, was ich aus den USA bekommen habe. Das ist das Crucible-Logo und wir schauen mal schnell rein, was da Schönes drin ist. Ich weiß es selbst noch nicht. Ein kleiner Infobrief mit Try not to die. Okay, dann haben wir hier... Das ist alles. Haben wir hier das Crucible-Logo. Machen wir auf. Und dann haben wir hier, oh, ein Crucible-Rucksack. Fühlt sich schwer an. Ergo, glaube ich mal, da ist was drin. Schauen wir mal. Krass. Eine Cap. Es gibt ja Menschen, ne, die dürfen Mützen tragen. Und es gibt Leute, die dürfen niemals Mütze tragen. Ich gehöre zu diesen Menschen. Dann haben wir hier noch... eine Trinkflasche, die straight aus China kommt, aber zumindest ganz wertig zu sein scheint. Dann haben wir ein Mausbett. Was gibt es Schöneres als kleine... Das wird eine schwierige Nummer, oder? Oh, mein Finger. Okay, wunderschön. Nein, ich glaube, das ist was Cooles. Artworks. Kleine, süße Artworks. Ich liebe Artworks, vor allem, wenn sie cool aussehen. Ah, oh, sowas mag ich halt. Also wirklich so Charakter-Artworks. Das finde ich sehr, sehr cool. Das wäre alles gewesen. Ich muss mir mal den Rucksack angucken und so weiter. Vielleicht ist der so cool, dass wir den verlosen können. Und ja, so cool, dass wir den verlosen können. Schauen wir mal. Aber ja, das wäre alles. Zu Crucible erstmal. Stream und Live-Gameplay am 19. Mai. Und jetzt geht's weiter mit der dritten News. Und ich versuche jetzt mit der... Pass auf, das wird super geil. Achtung, Achtung. Ein kleiner Hinweis an alle PC-Spieler, GTA 5 gibt es bis zum 21. Mai in der Premium Edition kostenlos via Epic Game Store. Wer sich das Spiel bis zum genannten Datum krallt, der darf es, solange es den Game Store gibt, auch kostenfrei zocken. Und ja, ich weiß, viele von euch mögen den Game Store nicht, aber hier mal ein echter Pro-Tipp, greift einfach die kostenlosen Games ab. Jede Woche gibt es ein neues Gratis-Game. Neben neuen Titeln sind da auch immer mal wieder Klassiker dabei oder leicht angestaubte AAA-Titel, wie zum Beispiel Assassin's Creed Syndicate, Just Cause 4, Rainbow Six Siege oder eben jetzt GTA 5. Da hat Nintendo einfach mal so eben ganz nebenbei ein neues Paper Mario angekündigt.
Das Ding hört auf den Zusatznamen The Origami King und erscheint bereits am 17. Juli exklusiv auf der Nintendo Switch. Paper Mario zeichnet sich seit Teil 1, welcher vor knapp 20 Jahren erschien, durch seine Dialoge und seine Optik aus. Beim Gameplay gab es über die Jahre immer mal wieder kleine oder größere Anpassungen. Mittlerweile ist Paper Mario ein Rollenspiel mit runden Taktikelementen während des Kampfgeschehens. Letzteres spaltet ein wenig die Fangemeinde. Manche, wie zum Beispiel ich, bevorzugen Echtzeitkämpfe, andere wollen aber lieber weiterhin Rundentaktik haben. In The Origami King wird in einer ringförmigen Arena gekämpft. Laut Nintendo geht es vor allem während eines Kampfes darum, die einzelnen Ringsegmente so anzuordnen, dass die verschiedenen Gegner möglichst stark zusammengefercht werden. Wie genau das funktioniert? Keine Ahnung. Zwar gab es einen ersten Trailer, dieser zeigte aber keine genaueren Details zum Kampf-Gameplay. Wir müssen uns also diesbezüglich noch etwas gedulden. Ansonsten gibt es natürlich auch noch Rätsel, Minispiele und viele absurde und kuriose Charaktere aus dem Mario-Universum.